Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie das da ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Yannick bin und ich würde jetzt einfach Cola oder so über seinen PC schütten. Aus Versehen. Dann gibt's Prügel. Das hätte, da hätte ich keine Versicherung für. Dann ist GG, Alter. Dann ist GG für dich, Sven. Dann wäre richtig GG fürs. Dann würde ich richtig rennen, Sven. dann würde ich ganz weit weglaufen, wenn das passiert. Sven, dann darf ich in die Tasche greifen. Dann spielen wir auch tot bis Tageslicht. Oh, natürlich, du rechts, ich hab's. Ja, genau. Ja, und werd mich doch los, Hand. Deine Mutter. Renn ja nicht. David, lass mich nicht. Lass mich nicht allein. Frischwarmbombe, ich bin... Mann. Ivo. Ivo. Nee, der Jus, Smokey. Also Ram? Einmal rüber rennen. Oh mein Gott, die sind schon da! Einen hab ich? What the fuck? Pommes, Pommes! Ja, den hab ich. Nein, da ist noch einer Pommes! Wieso? What the fuck sind die gerannt, Junge? Yannick, wo bist du? Jetzt gerade in der Stadt. Sven hat einen Helm! Geil! Endlich sieht es so aus, wie ich dich immer sehe. Einfach eine Decke von der Mülltonne nehmen. Schon hab ich einen. Jetzt hab ich auch einen Sonnenhut. Weil wenn du wegen Rückenproblemen halt hast, ne, dann kommt es halt auch drauf an, welcher Job passt denn dann überhaupt noch. Büro. Das hat auch verlassen. Büro ist das Schlechteste für den Rücken, by the way. Ja, die sagen alle, wenn man zum Beispiel vom Handwerk irgendwie was hat wegen Rücken, sollen die alle im Büro geraten. Ja, davon kenne ich einige. Ja, ja, weil die mussten, die mussten dann 2 Jahre Umschulung machen im Büro. Genau. Hatten wir auch einen. Hm. Weißt du, das Problem ist einfach, die wissen nicht, welche Rückenprobleme du durch falsches Sitzen bekommst. Da muss ich halt richtig hinsetzen, die Dullis. Janik klärt auf. Kann ich mir auch richtig so vorstellen, wenn Janik Arzt wäre oder so. Ja, wenn ich so mache, dann tut mir das weh. Ja, dann hör doch auf, so zu machen. Ja, genau. Warum tun sie das? Sind die doof? Ja, Sven. Ich habe schon so oft erzählt, wenn mein Lieblings-Spice Girl ist, ja? Mal gucken, ob du dazu gehört hast. Mag ich lieber Porsche oder mag ich Ginger? Ich glaube, du gehst mit Ginger. Ich gehe mit Ginger? Ja. Ich glaub, okay. Ich fandest du sympathischer. Okay, ich musste erstmal gerade googeln, wer ist. Ne? Da du so eingeschossen warst, Porsche und Victoria Beckham, das war die einzige, die ich davon kannte, das war die mein Lieblings. Sie hat natürlich mein Favorit. Sven kennt mich halt nicht, Leute. Ne? Sind wir halt doch keine wir Freunde. Wir hatten nie über die Spice Girls. Ja, sind wir halt doch keine Freunde, schade. Weißt du nicht, dass ich die Spice Girls hier favorisiere, ey. Mann. Alter, ey. Ach, ich dachte, wir kennen uns seit 7 Jahren. Ja, sowas. Sowas meine ich. Das ist vollkommen ausreichend. Bin mich erschrocken. 500 Euro in die Hand nehmen und... Herzinfarkt des Todes. Ja, moin. Das ist aber nur einer, oder? Oder waren das beide? Ich habe nur einen bisher gesehen. Von hinter uns. Ja, die kommen da durch die Tür. Nein. I'm saying goodbye, my friend! Ich lebe noch. Ja. Wie lange ist die Frage? Oh Gott, ich bin gebackt. Goodbye, my lover! Goodbye, Smokey! Jetzt Katze. Nein, ich bin scheiße! Oh Mann! Wenn ich euch nicht, ist es auch nicht. Hm.
Ich bin gerade umgedreht! Ja, ich hab ja Angst hier, weil ich wild bin! Hab Angst, komm hier los! Hab Angst! Hab Angst! Ich hasse dich! Ja, der hat dich nicht gesehen, Mann! Alter, was ist denn das heute? Ja, wir können Guacamole machen. Schlimmste Runde aller Zeiten! Ich muss halt gucken, weil eigentlich war ja immer so, Samstag war immer so aufgeteilt, ich mach was mit guten Freunden und ich mach was mit den Dullis hier. Ist das netter Hate? Ich mach auf jeden Fall. Netter Hate? Ich mach was mit Freunden und was mit denen. Und mit den beiden hier. Netter Hate. Ich war ein bisschen ungünstig ausgedrückt, glaube ich. Entschuldigung. Entschuldigung. Kennt es seit 8 Jahren. Ne, merke ich nicht. Ja, Entschuldigung, Janik. Das war doch nicht so. Wir laufen mit der Klöde rum, ja? Ich habe einen neuen Freund. Du bist ausgetauscht. So, Malo Peck, ey. Du machst das. Komm, Pecky. Ich habe direkt einen Spitznamen für dich. Und du sagst heute, ich bin aggressiv. Also, aggressiv habe ich nie gesagt. Aber gegen dich. Ja, bist ja auch. Ich bin heute der Liebste. Ja, also, das ist nicht mal der Liebste von uns drei. Bin das auch selten. Ja, moin. Ja, keine Schnelle. Ja, David, viel Spaß beim Carrying heute. Ich werd so auseinandergenommen. Ich bin 007. Wow. Das war's. Kein Bock mehr. Oh nein, Internet lost. Ich. Janik! Janik! Ich mir den Inhalt gönn, ich muss mit was Neuem im Kopf. Nee! Was ich reingetreten getan habe. Ja, dann seid halt einfach pünktlich bei ihr fertig. Boah, Michael! Michael! Was? Warum bringt ihr den mit? Ja, Sven! Sven Anni, wieder. Ich bin um die Ecke gelaufen, aber steht da und mir guckt, ballert mir eine rein. Ich mach hier beim Gen mal mit. Oh Gott, im Himmel! Oh mein Gott! Ja, mach so. Alter, da bin ich einfach weggepfeffert. Jetzt im Fax des Jahres. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so